Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Wrestler-Profil von Cameron. Und ja, genau, Cameron aka Arion Nicole Andrew. Sie ist am 3. November 1987 geboren, ist 28 Jahre alt und kommt aus Los Angeles, Kalifornien bzw. Kisla geboren und ist 1,63 Meter groß. Wie ging's los? Und zwar im Jahre 2011 hat sie eine Teilnahme gehabt bei Tough Enough und schied in der ersten Episode auch wieder raus, da sie, wie kann man es so schön sagen, Ahnung vom Wrestling nicht so viel hatte. Also sie hatte wenig Ahnung vom Wrestling gehabt, ich war irgendwie gerade in einer komischen Verfassung. Auf jeden Fall, sie hatte nicht so viel Ahnung gehabt vom Wrestling, hat man den Eindruck gehabt. Ich werde euch gleich auch erzählen, was so ein ausschlaggebender Grund war. Das werde ich euch gleich erzählen, weil ich denke mal, diese Sache kennt eigentlich so ziemlich jeder, wenn man damals die WWE verfolgt hat. Genau. Dann war sie aber trotzdem noch in der WWE. Sie ist zwar bei Tough Enough rausgeflogen, hat trotzdem einen Entwicklungsvertrag bei der WWE bekommen. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas kann. Und ja, im August 2011 hat sie einen Entwicklungsvertrag bekommen und war dann als Cameron Lynn bei der FCW aktiv. Ebenfalls als Wrestlerin, aber auch als Ringsprecherin war sie öfters mal aktiv. Also sie war auch mal Announcerin. Und am 9. Januar 2012 debütiert sie auch in der Main Show zusammen mit Naomi als Tänzerin von den Funkasaurus Brothers Clay. Später auch mit Tensai, aber das ist ein bisschen später. Und gleichzeitig war Gleichzeitig war auch Naomi und Cameron auch Tag-Team-Partnerin. Und zwar waren sie die Funkadactyls und hatten auch eine Fehde mit den Bella Twins gehabt zum Beispiel. Sie hatte auch zwischendurch auch ein Divas-Title-Match gehabt gegen AJ Lee. Dieses hat sie sogar gewonnen, war aber jedoch keine Championess, denn sie hatte via DQ gewonnen. Und wie man ja weiß, bei DQ wechselt der Titel ja nicht. Dann im Juli 2014 gab es den Split von den Funkadactyls und sie hatten dann eine kurzzeitige Fehde gehabt, die bei Battleground geendet ist. Ja, dann ist sie irrelevant geworden und von 2015 bis zu ihrer Entlassung hatte sie 12 TV-Show-Matches bestritten und davon nur 2 gewonnen. Also man muss sagen, es sind knapp anderthalb Jahre. Und davon hat sie echt nur 12 Matches bestritten. Das heißt, eigentlich immer so pro Monat vielleicht ein Match. Obwohl man sagen kann, sie hatte ja im Jahr 2015, Mitte 2015 bis Ende 2015, eine kurze Auszeit genommen, um sich weiter an den In-Ring-Fähigkeiten zu verbessern. Ihr letztes Match war gegen Alexa Bliss bei der NXT-Ausgabe vom 10.02.2016, was sie ebenfalls verloren hat. Und am 6. Mai 2016 wurde sie Entlassung. Es gab ja die Entlassungswelle, die ja vor ein paar Tagen lief und sie war eine davon. Sie wurde entlassen. Genau, was kann man so über sie Besonderes erzählen, was ist so vorgefallen? Sie wurde am 24. August 2012 verhaftet wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Ja, wurde sie verhaftet, wurde auch von der WWE kurzzeitig suspendiert. Also, keine schöne Geschichte für sie. Und war ehemalige Teilnehmerin von Total Divas. Dann zum bestimmten Segment, was ich ansprechen wollte, ganz am Anfang. Ich habe ja erzählt, sie war ja Teilnehmerin von Tough Enough. Soweit, so gut. Steve Austin war ja der Host von Tough Enough. Und sie fragte, Cameron, was sein Lieblingsmatch ist. Von den Divas. Also was sein Lieblings-Divas-Match ist. Und sie sagte, dass ihr Lieblingsmatch Melina gegen Alicia Fox von der letzten, war das von der letzten Raw-Ausgabe? Sagen wir mal, von der letzten Raw-Ausgabe war. Und Steve Austin guckte sie blöd an und sagte so, ist das dein Ernst? Meinst du das ernst? Und sie sagte ja.
Und dann fragte sie, fällt die noch ein Match ein? Und so, ja, nee. Ja. Und da war einer der Gründe, warum sie eigentlich von Tough Enough rausgeflogen ist. Genau. Ja. So viel zu diesem Segment. Ihr könnt euch eure Meinung selber mal bilden, was ihr dazu denkt. Titel. Was hat sie erreicht? Gar nichts. Sie hat keinen Titel gewonnen. Genau, so viel zu Cameron, meine Meinung. Ich muss persönlich sagen, als ich bei Tough Enough das gesehen habe, also ich habe mir die erste Folge sogar angeguckt, und als ich das gesehen habe, dachte ich echt so, was macht die in der WWE? Was hat die beim Wrestling zu suchen? Weil ganz ehrlich, Tough Enough, ich weiß nicht, wie das aussieht, ob da wirklich jetzt Leute teilnehmen dürfen, Bewerbung und so weiter, aber wenn das wirklich nach Bewerbungsverfahren ist, dass die sich überhaupt beworben hat für sowas, wofür sie sich nicht interessiert, ist eine reine Frechheit. Da sollen nur Leute rein, die wirklich Wrestler oder Wrestlerin sein möchten, die einfach eine Liebe zum Wrestling haben und die ihr Traum wahr lassen möchten, in der WWE zu sein. Und das war bei ihr nicht so. Und da ist sie auch berechtigt rausgeflogen. Weil so eine Antwort zu geben, oh, ich habe nicht viel gesehen. Ah, guck mal, das letzte Raw, das passt schon. Und das Match Alicia Fox gegen Melina war schwach. Sehr schwach. Und zu dieser Zeit gab es gute Matches. Ich sag nur Lita gegen Trish Stratus. Lita gegen Mickie James. Mickie James gegen Trish Stratus. Und so weiter. Da gibt es ja noch ein paar Matches, die gut waren. Und dann nennt sie so ein Scheiß-Match. Also, da habe ich auch gedacht, was soll das? Und dass sie überhaupt noch eingestellt wurde von der WWE, habe ich auch nicht verstanden. Weil sie hat einfach für mich im Wrestling nichts zu suchen. Sie war kein Wrestling-Fan für mich, meiner Meinung nach. Wenn man so eine Antwort gibt, allein. Und wenn man keine anderen Matches gesehen hat. Weil dadurch hat sie auch Spotlight von anderen Wrestlerinnen, die eventuell die Chance haben. Oder die eventuell, ich sag mal so, die eventuell in der WWE sein möchten. Einfach verbaut. Und da finde ich echt eine reine Frechheit. Und auf Cameron bin ich sowieso nicht gut anzusprechen. Also ich mag Cameron überhaupt nicht, dass sie überhaupt eine Titelchance bekommen hat, war eine reine Frechheit. Und sie ist genauso schlimm wie Eva Marie. Obwohl ich die nicht so ganz... Obwohl, ich finde sie genauso schlimm wie Eva Marie. Ich weiß gar nicht, wie gut ich sie bewerten werde, weil vom Wrestling her war sie nie wirklich gut. Vom Micwork fand ich sie auch nicht gut. Ich finde sie auch von der In-Ring-Psychologie auch nicht wirklich gut. Wenn ich die eine Aktion sehe, wo sie ihren Signature gezeigt hat, den ich ja hier gezeigt habe, und dann so, Counted! Counted, Rev! Obwohl Naomi... War das Naomi? Ich glaube, es war Naomi. Auf der anderen Seite liegt und die das nicht rechtzeitig sieht und die brüllt einfach rum, anstatt einfach mal vernünftig zu gucken. Das ist schon ein Zeichen, dass sie einfach nicht, ja, vernünftige In-Ring-Psychologie hat oder einfach, ja, wenig Ahnung davon hat. Was soll man dazu sagen einfach? Und sie hat sich zwar versucht zu bessern, sie hat ja versucht zu trainieren und ich habe ihr letztes Match ja gesehen, also gegen Lex Bliss, und ich muss sagen, wirklich verbessert hat sie jetzt nicht. Also sie hat sich etwas gesteigert, aber von minus 5 zu minus 1 hochzuspringen ist jetzt nicht wirklich krass. Muss ich ganz persönlich sagen. Das ist ja auch bei Eva Marie so. Sie hat sich zwar verbessert von einer minus 10 bis zu minus 1, jedoch ist sie immer noch nicht gut. Nur weil man sich verbessert, ist man noch lange nicht gut. So einfach, zum Beispiel Roman Reigns. Er hat sich zwar verbessert in der Zeit, aber nur weil er sich jetzt verbessert hat, heißt noch lange nicht, dass er Main Event ist. Also versteht ihr die Argumentationsweise? Und ich finde sie im Wrestling nicht gut, ich finde sie am Mic nicht gut, sie hat für mich keine gute Ausstrahlung. Gimmick, was hat die für ein Gimmick? Ich fand ihr Gimmick immer scheiße. Sie hat auch, glaube ich, so ein Gimmick gehabt, wo sie irgendwie sich geschminkt hat, wo ich mir denke, was hat das im Wrestling zu suchen? Ich fand das einfach nur schrecklich. Und ja, Cameron wird wahrscheinlich ein sehr, sehr hartes Urteil haben. Und ich bin auch froh, einerseits, dass sie entlassen wurde, weil mit der hätte sie einfach nichts mehr machen können. Tut mir leid. Natürlich, ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes. Ich wünsche ihr alles Gute, dass sie, was sie auch immer machen möchte, Glück hat, Erfolg hat. Keine Ahnung, wenn sie im Model-Business arbeitet, im Musik-Business oder was auch immer, auf jeden Fall nicht im Wrestling, bitte. Ich wünsche alles Gute, auch für die Gesundheit, für die Zukunft, alles Gute. Das ist ganz klar, das möchte ich auch hier ganz groß herausheben. Und ich habe nichts gegen die Person, also nichts gegen Persönliches.
sondern einfach nur als Wrestlerin, also als Cameron, wie ich sie sehe. Und so sehe ich sie halt, ich finde sie nicht gut. Finde auch, dass sie im Wrestling meiner Meinung nach nicht so viel zu suchen hat, wenn ich überlege, wie sie am Anfang halt war. Und für mich war sie einfach nicht gut. Das ist mein Urteil und Entlassung fand ich berechtigt, weil mit der hätte sie einfach nichts mehr machen können. So ist meine Meinung. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und da würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und ciao.